Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal schönen Montag und einen guten Start in die neue Woche. Bin heute ein bisschen früher dran, beziehungsweise so, wie ich es eigentlich so vor einer Weile schon wieder hinbekommen hatte, weil ich bin ja gestern später aufgestanden und da ich am Samstag meine Tabletten vergessen habe und die gleich früh brauchte, beziehungsweise ja nur noch eine jetzt da hatte, eine einzige Tablette von der Sorte, die ich brauche, habe ich gedacht, weil ich um 4 immer noch recht fit war, machst du die paar Stunden auch noch dran, holst die Tabletten und dann machst du gleich das Video. Ja, eine große Vorrede habe ich heute nicht. Fällt mir jetzt nicht so was brennend Wichtiges ein, dass ich das jetzt gleich noch erwähnen müsste. Und deswegen kommen wir heute gleich zur 290. Geschichtsstunde von Egon. Gestern hatten wir ja und im vierten Teil, heute wirklich der vierte Teil des Jahres 1955 und wir beginnen auch gleich mit dem ersten Teil vom Jahre 1956. Heute, beziehungsweise gestern hatten wir geendet, jetzt muss ich nochmal schauen, mit, ja, das war der große Artikel über James Dean verunglückt. Und heute geht es los mit einer Randbemerkung vom 26. Oktober 1955. Bei einer Volksabstimmung in Südvietnam entscheidet sich die Bevölkerung für die Absetzung des Kaisers Bao Dai. Ministerpräsident Ngo Dinh Diem erklärt das Land zur Republik Südvietnam und übernimmt gleichzeitig das Amt des Staatspräsidenten. Am 26. Oktober 1955 ebenfalls Neutralität für Österreich. Der österreichische Nationalrat verabschiedet das Bundesverfassungsgesetz über die immerwährende Neutralität des Landes. Damit entspricht das Parlament der bei den Verhandlungen über den Staatsvertrag gegenüber der UdSSR eingegangenen Verpflichtung nach der Ratifizierung einer Neutralitätsdeklaration zu erlassen. Tja, wie gesagt, hatte ich ja gestern schon mal erwähnt. In dem Moment war wirklich Österreich wieder ein freier, souveräner Staat, nicht gebunden an irgendeinen Block und konnte wieder ganz souverän über alles selber entscheiden, was Österreich betraf. Diese Chance hat leider der Herr Adenauer 1952 ja, leichtsinnig verschenkt, nur damit er ja den leichteren Weg zusammen mit seiner CDU/CSU bekam und Unterstützung von den USA. Ja, weiter geht's mit dem 1. November 1955, umstrittene DDR-Flagge. In der DDR tritt das Gesetz über Staatswappen und Flagge in Kraft. Das Wappen mit Hammer, Zirkel und Ehrenkranz symbolisiert nach Ansicht des SED-Zentralkomitees den Arbeiter- und Bauernstaat. Das Gesetz stößt in der Bundesrepublik auf Ablehnung, da die DDR damit versuche, die deutsche Teilung festzuschreiben. Ich muss mal ganz kurz noch mal eins machen. Irgendwie scheint die Lupe nicht richtig geputzt zu sein heute. Ich habe sie zwar wie immer gesäubert, aber vielleicht habe ich zu wenig nachgeputzt. Licht ist an, ja. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, es ist besser. Durch die falsche Brille auf, nee. Ja, das zur DDR-Fahne. Und ja, die Teilung festzuschreiben, das hat alles der Herr Adenauer und der CDU/CSU gemacht. Mit, wie schon gesagt, als Erste, die das Grundgesetz veröffentlicht haben. Das waren die Ersten, die dann eine Wahl durchgeführt haben zum ersten Parlament. Es wurde der NATO-Beitritt gemacht vor dem Warschauer Pakt. Es wurden andere Westbündnisse geschlossen, etc. Also das mit der Festschreibung der Teilung, das sah ein bisschen andersrum aus. 5. November 1955, Wiener Oper in neuem Glanz.
Mit einer glanzvollen Festaufführung der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven wird die Wiener Staatsoper, die im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört worden war, wiedereröffnet. Der Abend ist für Österreich ein nationales Ereignis, das über den Rundfunk in die ganze Welt übertragen wird. Die Aufführung der Oper unter der Leitung von Karl Böhm wird vom Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen. Die Oper Fidelio, deren musikalischer Höhepunkt der Chor der Gefangenen bei der Erlangung der Freiheit ist, mögen viele Österreicher an die politische Vergangenheit und Gegenwart ihres Landes denken. Waren bei der Uraufführung der Oper vor 150 Jahren an gleicher Stelle die französischen Besatzungstruppen Napoleons im Land, so ist mit dem nun vollzogenen Abzug der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs die staatliche Autonomie Österreichs Wirklichkeit geworden. Tausende sind auf dem Opernvorplatz zusammengekommen, um einer Lautsprecherübertragung des Geschehens beizuwohnen. Hunderttausende sitzen vor den Rundfunkgeräten zu Hause, als Bundespräsident Theodor Körner mit einer Ansprache die Gäste aus aller Welt zur Eröffnung der Staatsoper begrüßt. Anschließend dirigiert Böhm die Wiener Philharmoniker, die zu Beginn des musikalischen Teils der Festveranstaltung die heimliche Nationalhymne von Österreich, den Donauwalzer von Johann Strauss, erklingen lassen. Ja, die hatten da wirklich was zu feiern an diesem Tag. Und vielleicht kommt ja jetzt auch irgendwann der Tag, wo wir einen richtigen Friedensvertrag mit den Kriegsgegnern geschlossen haben und wo alle fremden Truppen, die hier nichts zu sagen haben, die wir nicht bestellt haben, abgezogen sind. Und nicht nur die sowjetischen. Ja, weiter geht's noch mit zwei Bildern zu dem Ereignis. Die Staatsoper an der Wiener Ringstraße 1869 im Renaissance-Bogenstil erbaut, wird nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg jahrelang restauriert. Und da haben wir das Bild. Da drin wurde Fidelio aufgeführt. Und viele, viele Österreicher lauschten dem Konzert. Die Restaurierung der Staatsoper lässt in der österreichischen Hauptstadt an alten Glanz der Kaiserzeit noch einmal den alten Glanz der Kaiserzeit noch einmal neu erstehen. So Leute, könnt ihr mal euren Herrn von der Bellen sagen, das ist Österreich, der Wiener Walzer Johann Strauss und ich. Die Burka und Kopftuch tragen. Ne? Ja, so sieht das aus. Und weiter geht's mit dem 16. November 1955. Marokko steht vor Unabhängigkeit. Nach zweijährigem Exil in Madagaskar kehrt Sultan Sidi Muhammad V. Ibn Yusuf unter dem Beifall der Bevölkerung nach Marokko zurück. Nach seiner Ankunft in Rabat jubeln ihm Zehntausende auf dem Weg vom Flughafen zu seiner Residenz zu. Mit der Erlaubnis für Muhammad V. zur Rückkehr leitet die französische Protektoratsmacht die letzte Phase auf dem Weg Marokkos in die staatliche Unabhängigkeit ein. Die Entscheidung zur Wiedereinsetzung des nationalistisch gesinnten Sultans auf den Scherifenthron war am 6. November in Paris gefallen. Mit diesem Schritt hofft Ministerpräsident Edgar Faure, den Aufstand der marokkanischen Berber, welche die Rückkehr Muhammads des Fünften fordern, zu beenden. Da haben wir kein Bild dazu. Und da geht es schon weiter. Die letzte Seite vom Jahre 1955. Und da geht's los mit dem 22. November 1955. UdSSR baut Wasserstoffbombe, auch wieder viel später nach den Amerikanern. Mit Zündung der ersten transportablen Wasserstoffbombe schockieren sowjetische Wissenschaftler die USA.
Erstmals gelingt es der UdSSR in der Kernwaffentechnik einen Vorsprung gegenüber dem ideologischen Gegner zu dokumentieren. Über die Wirkung der Bombe gibt die UdSSR keine Stellungnahme ab. Nach Messungen der US-Atomkommission hat die Explosion eine Sprengkraft von mehreren Millionen Tonnen des Sprengstoffs TNT. Im Kriegsfall könnte eine transportable Wasserstoffbombe per Flugzeug über den USA oder Westeuropa abgeworfen werden. Die Amerikaner arbeiten schon lange an einem ähnlichen Waffentyp. Ja, haben sie ja das schöne, wie wir uns erinnern, Bikini-Atoll damit zerstört. Und das ganze Ding wäre bald außer Kontrolle geraten, weil die Wirkung doppelt so groß war, als man sich das gedacht hatte. Man hatte mehrere hundert Menschen verstrahlt, etc. etc. Ja, weiter geht's mit dem, einer Randbemerkung vom 14.12.1955. Hugh Gaitskell wird von den Mitgliedern der Unterhausfraktion der britischen Labour Party zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge von Clement Attlee an. Der 20.12.1955, Bundesarbeitsminister Anton Storch unterzeichnet in Rom ein Abkommen, das die Beschäftigung von italienischen Arbeitskräften in der Bundesrepublik Deutschland vorsieht. Tja, da ging's los. Ich meine, Italiener sind ein bisschen was anderes als Türken und Araber und Afrikaner. Aber erstens haben wir da Italien Arbeitskräfte geklaut, muss man einfach so sagen. Und zweitens, ja, ging es da los, dass man Verträge gemacht hat mit Gastarbeitern. Aber damals hieß es ja eigentlich Gastarbeiter. Sie kommen für einen gewissen Zeitrahmen, so wie das auch bei uns der Fall war. Und wenn man immer sagt, wir kennten keine Ausländer, wir hatten auch Algerier, wir hatten Mosambikaner, wir hatten Koreaner, wir hatten Vietnamesen und Kubaner, die hier auch sogenannte Gastarbeiter waren, aber mit dem Ziel, was für die Heimat zu lernen. Und da war festgelegt, dass sie nach einer gewissen Zeit auch in der Heimat wirklich wieder zurückkehren, um dann das Wissen, was sie in der DDR erworben haben, in ihren Heimatländern zu nutzen, um die voranzubringen. Hier hat man leider irgendwie, ich weiß nicht, ob mit Absicht, den Fehler gemacht zu sagen, Leute, es ist jetzt erstmal nur für eine gewisse Zeit. Ne? Aber wollen wir mal so sagen, aufgrund der Geschichte, wir haben schon öfter erwähnt, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das existierte ja fast 1000 Jahre. Und dadurch gibt es ja viele kulturelle Verbindungen. Und von daher war das nicht irgendwie zu vergleichen mit dem, was heute passiert. Und hier sehen wir, das war also 1955, über 10 Jahre nach Kriegsende. Da haben die Italiener ein bisschen mit angefangen und haben was eventuell mit aufgebaut. Aber immer noch keine Türken, keine Araber und erst recht keine Afrikaner. Ne? Und deswegen sage ich, die Italiener, das passt noch irgendwo. Haben natürlich auch ein bisschen andere Mentalität. Jeder weiß ja mittlerweile vielleicht auch, dass ich ein bisschen ein Faible für Italien habe. Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Es geht einfach um die geschichtlichen Gemeinsamkeiten, die wir auch haben. Deutsche Kaiser haben jahrelang das Heilige Römische Reich regiert, deutscher Nation. Ja, und viele Sachen, die man wirklich ja, auch technisch etc. verwendet haben, wissensmäßig, die stammen halt aus der Antike, aus Griechenland und aus Rom, ne, aus dem Römischen Reich. Und nicht, wie man es uns heute unter dem Sagen mit weiß machen will, dass der Araber uns irgendwas beigebracht hätten. Ne? Ja, weiter geht's mit dem 23. Dezember 1955. Sissi erobert das Publikum. Weiß auch vielleicht ein oder andere, der zu meine Post gesehen hat. Ich gucke es immer gerne, wenn es kommt. Und erinnere mich aber gerne dran, wo man als Stift die ganze Familie da gesessen hat. Meistens kommt es ja zum Feiertagen, war alle in der Badewanne nacheinander. Und dann, ich habe nur 4 Schwestern, die da am Anfang noch daheim waren, natürlich später auch nicht mehr. Und dann saß man da und hat dann zu den Feiertagen Sissi geguckt.
Sissi erobert das Publikum. Ihre charmant warmherzige Verkörperung der österreichischen Kaiserin Elisabeth im Heimatfilm Sissi, der in München Premiere hat, macht Romy Schneider zum Star. Leider hat sie sich ja dann auch ein bisschen so Richtung antideutsche Propagandistin gemausert. Leider, leider. Mit mädchenhafter Unschuld rührt die 17-Jährige ein Millionenpublikum zu Tränen. Der Streifen wird zu einem der größten Kassenschlager der Nachkriegszeit. Die historischen Tatsachen gelegentlich hintanstellend beschreibt er die Jugend der liebreizenden Tochter des Herzogs Maximilian in Bayern, in die sich Österreichs Kaiser Franz Josef, gespielt von Karl-Heinz Böhm, verliebt. Romy Schneider wird so sehr mit ihrer Rolle identifiziert, dass eine Fortsetzung fast zwangsläufig ist. Ja, das war eine richtige Filmkunst. Ich bin mal gespannt, wann sie das aufhunsen und eine neue Serie drehen, nur damit man dann die damaligen schönen Filme nicht mehr sieht. Und dann ist auf einmal vielleicht, dann wird vielleicht Sissi noch von einer Schwarzen gespielt oder von einer Araberin oder was weiß ich, ne? Bringen die alles fertig, bringen die alles fertig. Hauptsache ihre ideologischen Quoten stimmen. Ja, da haben wir noch ein schönes Bild dazu. Szene aus dem Film Sissi mit Romy Schneider in der Titelrolle. An ihrer Seite Gustav Knuth und Magda Schneider. In Klammern Romy Schneiders Mutter, Klammer zu, als Herzog Maximilian und Herzogin Ludovica von Bayern. Und da haben wir das schöne Farbfoto. Ja, wie gesagt, gebe ich gerne zu. Hat mir sehr gefallen. Gefällt mir immer wieder. Gucke ich immer wieder mal gerne rein. Leider verpasse ich meistens den zweiten Teil, weil ich da zum ersten Weihnachtsfeiertag bei meiner Mutter draußen bin. Und da guckt keiner Fernsehen, kann man nichts in Ruhe gucken. Ja. Weiter geht's mit dem 30.12.1955, das letzte des Jahres 1955, eine Randbemerkung. In New York findet die Uraufführung des US-Spielfilms Der Mann mit dem goldenen Arm statt. Der Streifen, der sich mit den Problemen Rauschgiftsüchtiger befasst, löst eine heftige Kontroverse in der Öffentlichkeit aus. Ja, wir haben schöne Filme über unsere Geschichte geschaut. In Amerika wurden Drogensüchtige dargestellt. Heute sieht es bei uns genauso aus. Prost, Schluck Milch. Ja, und damit haben wir das Jahr 1955 abgeschlossen. Und jetzt kommt noch eine Hälfte vom Jahr 1946. Ich habe mich entschlossen, dann doch drei Doppelseiten zu machen, weil es dann gut passt, weil dann bleiben noch 18 Seiten. Geteilt durch 2 macht 9 Doppelseiten, also drei Teile, drei Doppelseiten übrig. 2. Januar 1956. Zwei deutsche Armeen. In Andernach rücken die ersten 800 Freiwilligen der Bundeswehr in die Kaserne ein. Am selben Tag treten auch in Wilhelmshaven und Norwenig 700 Freiwillige ihren Militärdienst an. Damit hat der Aufbau der westdeutschen Armee in vollem Umfang begonnen. Na, da war es auch wirklich nur eine deutsche Armee, wie wir lesen, sogar freiwillig. Da musste man keinen dazu zwingen, sondern die haben es freiwillig gemacht. Und wie gesagt, die haben auch zu Deutschland gestanden. Und da gab es auch keine Untersuchung von zionistischen Wehrbeauftragten, die jeden rausgeschmissen haben, der zu deutsch aussah, nur damit Zionisten in die Führung kommen können und irgendwelche Migranten integriert werden. Was dabei rauskommt, sehen wir jetzt gerade mit unseren IS-Anhängern, die dann sich gegen uns wenden. Ne? Und es gab ja schon solche Fälle von Spionage, von, glaube ich, Iraner und solchen Sachen, ne? Die in der Bundeswehr rumgerannt sind. So nennt sich unsere Armee. Mit deutscher Armee hat das nicht mehr viel zu tun. Die entstehende Bundeswehr ist der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zum Nordatlantikpakt, dem westlichen Verteidigungsbündnis, in dem sie fest verankert wird.
Die Bundeswehr wird zunächst nur aus freiwilligen Verbänden gebildet. Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht ist jedoch noch für das Jahr 1956 vorgesehen. Am 20. Januar stattet Bundeskanzler Konrad Adenauer der Truppe einen ersten Besuch ab. Er weist ausdrücklich auf den Vorrang der politischen Führung gegenüber den Streitkräften hin. Ja, die sehen wir, die politische Führung, eine Trümmertruppe haben sie draus gemacht, die Demokraten. Für die Bundeswehr ist in Friedenszeiten eine Gesamtstärke von 485.000 Mann geplant. Und wir werden das gleich noch feststellen. Der erste Schritt, auch wieder ein wichtiger Punkt, was die Teilung betroffen hat. Der erste Schritt zur Gründung einer eigenständigen Armee mit fester Verankerung im Westbündnis hat auch wieder Adenauer, die CDU/CSU, also die Bundesrepublik getan. Und dann geht's weiter. Fast zeitgleich mit der Aufstellung der Bundeswehr vollzieht sich in der DDR die Bildung einer eigenen Armee. Am 18. Januar, jetzt müssen wir mal gucken hier, das war der zweite, also 16 Tage später, verabschiedet die Volkskammer, das Parlament der DDR, das Gesetz über die Schaffung der nationalen Volksarmee, in Klammern NVA, Klammer zu, und eines Ministeriums für nationale Verteidigung. In einer offiziellen Erklärung bezeichnet der neu ernannte Verteidigungsminister Willi Stoph die Aufstellung der NVA als Reaktion auf die Gründung der Bundeswehr. Ja, war es ja auch, sehen wir ja in der zeitlichen Abfolge. Die Regierung der DDR sei verpflichtet, zum Schutz der Zivilbevölkerung eine nationale Volksarmee zu schaffen. Ja, und da haben wir noch zwei Bilder. Und da muss ich immer wieder sagen, also unsere Uniform, das waren richtig deutsche, schnittige Uniform. Da muss man doch mal sagen, die hätten wir behalten sollen. Die von der Bundeswehr sehen so richtig, ja, Ami-mäßig aus, britisch-amisch, ne? Also mit deutscher Tradition haben die nicht viel zu tun, die Uniform. Links Bundeswehrsoldat mit US-amerikanischem Stahlhelm, habe ich doch richtig gelegen, mit US-amerikanischem Stahlhelm. Die Bundeswehr ist auf materielle Hilfe der NATO-Partner angewiesen. Rechtsuniformen der Nationalen Volksarmee, NVA. Und entscheidet selber, welche Uniformen deutscher und schnittiger aussehen. Muss man schon sagen, das, was wir da links sehen, das ist eine richtige Armee. Rechts, nee, halt, rechts, links, das ist eher so wie heute eine Heilsarmee, die Brunnen gräbt. Nichts gegen die Jungs und Mädels, die da dienen, die sich in Arsch aufreißen. Aber eine Armee ist nur so gut wie ihre Führung. Und die Führung ist gelinde gesagt eine Katastrophe. Ja, und da meine ich jetzt nicht nur die von der Leyen. Es gibt auch einige, die da in der Truppe so rot-links-grün sind. Und ja, wie gesagt, gucken wir es bloß den Herrn. Wer ist der Wolfsheim? Nee, will nicht Wolfsheim. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Unser zionistischer Berater, der alle aussortiert, die zu deutsch sind. Ja, weiter geht's mit dem, eine Randbemerkung, ja, die kommt vorher, 2. Januar 1956. Aus den Wahlen zur französischen Nationalversammlung geht, kein Wunder, die Kommunistische Partei des Landes mit einem Stimmenanteil von 25,6% als stärkste politische Kraft hervor. Ja, waren halt Kommunisten, die Franzosen. Aber dann nicht den Kommunismus gehabt wie in der Zone, aber man merkt es halt immer wieder. Die Franzosen sollten sich endlich wieder mal auf die Nation besinnen und ihre Interessen wählen und nicht nach Ideologie und nach Propaganda derer, die gerade das Land herunterreiten, wenn es an die nächsten Wahlen geht. Weiter geht's mit dem 3. Januar 1956. Bahn verbindet Moskau mit Beijing. Bei Ulaanbaatar, in Klammern Mongolei, Klammer zu, ist der Hauptstadt, wird das letzte Teilstück der Eisenbahnlinie Moskau-Beijing eröffnet. Damit besteht erstmals ein direkter Schienenweg zwischen der sowjetischen und der chinesischen Hauptstadt.
Die rund 6.500 Kilometer lange Strecke kann nun von den Reisenden in etwa 4 Tagen zurückgelegt werden. Bislang betrug die Fahrzeit annähernd 10 Tage. Wichtiger als die Zeitersparnis ist jedoch die wirtschaftliche und strategische Bedeutung der neuen Eisenbahnlinie. Durch die Direktverbindung rücken die Hauptstädte der beiden mächtigsten kommunistischen Staaten näher aneinander. Tja, ob da nicht auch ein paar deutsche Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene noch bis 1955 mitgeschafft haben, dass sie die Gleise so schnell gelegt haben. Möglich. Steht zwar jetzt nicht hier da, aber möglich. Weiter geht's mit dem 5. Januar 1956. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob ich AK-Bild vergessen habe. Das Bild mit den beiden Armeen habe ich gezeigt, ja. 5. Januar 1956. Gastarbeiter in Deutschland. In Siersdorf, Niederrhein, treffen die ersten 50 italienischen Gastarbeiter ein, die gemäß einer Vereinbarung zwischen der italienischen und der bundesdeutschen Regierung im Aachener Kohlerevier eingesetzt werden sollen. Durch ihre Beschäftigung wird der akute Arbeitskräftemangel im Revier ein wenig gemildert. Ja, wie immer, ja, haben sie damals schon gesagt. Laut Vereinbarung sollen die Gastarbeiter von deutschen Unternehmen in Abstimmung mit der Bundesanstalt für Arbeit und den italienischen Arbeitsämtern angeworben werden. Die Bundesregierung glaubt, auf diese Weise den Arbeitskräftemangel in der Bundesrepublik Deutschland verringern zu können. Vor allem ungelernte Arbeiter, die für ein weiteres Wirtschaftswachstum dringend gebraucht werden und kaum noch auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu finden sind, sollen in den Unternehmen eingesetzt werden. Die italienische Regierung erhofft sich eine Verringerung der Arbeitslosenzahlen im eigenen Land sowie Deviseneinnahmen, da viele Gastarbeiter Geld in die Heimat schicken. Von der Bevölkerung werden die ersten Gastarbeiter, die das deutsche Wirtschaftswunder sichern sollen, freundlich aufgenommen. Dennoch fällt vielen Italienern die Integration in ihre neue Umgebung schwer. Überlegen, selbst Italiener damals, ne? Obwohl das kulturell relativ noch gut passt. Nur wenige haben ausreichende Sprachkenntnisse, wodurch der Kontakt mit deutschen Kollegen erschwert ist. Um diesen Missstand zu beheben, werden von den Unternehmen kostenlose Sprachkurse angeboten. Schau an, haben das die Firmen übernommen, nicht der Steuerzahler. Gastarbeiter, die länger in der Bundesrepublik bleiben wollen, sollen schon bald ihre Familien aus Italien nachholen dürfen. Ja, wie gesagt, haben wir gleich wieder als Gastarbeiter und dann, naja. Aber wie gesagt, Italiener, okay, gab es auch früher schon diese Hin- und Herwanderei zwischen den Europäern, gerade den Mitteleuropäern, die kulturell zusammengehört haben. Da kann man nichts dagegen einwenden. Aber wie wir gerade hier gehört haben, bei den Italienern damals haben wenigstens die Firmen, die sich billige Arbeitskräfte gesucht haben, auf diese Weise wenigstens auch die Kosten getragen. Ne? Heute wird das alles auf den deutschen Steuerzahler abgewälzt und in Wirklichkeit gibt es keinen Fachkräftemangel, weil der wird nur künstlich erzeugt, indem er dumme Jugendliche ranzieht, die in der Kreta hinterherlaufen und denken, sie müssen mit 18 schon Reden im Bundestag halten, ihre komischen Test-Bundestagsdinger und alles, wo so richtige Politidioten herangezogen werden und alle denken, sie müssen Politiker werden oder irgendwo BWL war man viel früher, ne? Also total nutzloser, unproduktiver Scheiß auf Deutsch gesagt. Und der normale handwerkliche Beruf, der Beruf der Industrielle, der ist total unterbewertet worden, mit Absicht schlecht geredet worden und hat sich natürlich auch gerade in solchen Branchen wie auf dem Bau ergeben. Wer will schon jeden Tag mit Leuten zusammenarbeiten, wo man dann im Sommer zu gewissen Zeiten doppelt arbeiten muss, weil die da irgendwelche Feiertage haben, ne, genannt Ramadan. Haben wir schon gesehen, diese Beispiele im Fernsehen, wo dann der Deutsche halt doppelt arbeiten muss, weil der arme Araber ja zu ausgehungert ist und entkräftet, weil er ja seinen Ramadan macht. Oder die schönen Messerstechereien und. Wir haben ja oft genug solche Berichte schon gehabt, in Polizeiberichten, wo es gerade in diesen Branchen geraucht hat, sag ich mal so, zwischen Deutschen und Zuwanderern,
beziehungsweise unter den Zuwanderern selber. Ja, das sind alles solche Sachen. Wie gesagt, ich habe selber mal auf dem Bau angefangen. Ich weiß, dass es hart, aber herzlich zugeht. Aber das, was heute, wenn du da als Deutscher vielleicht noch zwei Deutsche bist und 10 Türken, also würde mich nicht mehr unbedingt reizen, dort mein ganzes Leben verbringen zu wollen. Zumal es noch eine harte Arbeit ist und dann noch schlecht, nicht schlecht bezahlt unbedingt wird, vielleicht nicht überall, aber es gibt da solche Gauner, ihre ganzen Konstrukte na, wie heißen sie denn, die unteren Firmen, jetzt komme ich nicht drauf, die Firmen, die also im Auftrag einer anderen Firma dann arbeiten, damit die große Firma, die große Kohle einsteckt, ja nichts dann damit zu tun hat, wenn unten die Leute für 2 € arbeiten müssen, weil sie die Leute bescheißen. Ne? Subunternehmer, jetzt habe ich es, die Subunternehmer. Und all solche Konstrukte, die man leicht politisch lösen könnte, dass dort wieder ordentliche Verhältnisse herrschen, dass auch Wertarbeit gemacht wird und auch kein Pfusch. Aber das ist nicht gewollt. Das ist nicht gewollt, weil man braucht ja immer Gründe, um den Fachkräftemangel so groß wie möglich werden zu lassen, damit man dann die nächste Migrantenflut holen kann, ne? Die gar nicht notwendig wäre. Mensch, wie viele Bauarbeiter haben nach dem großen Bauboom kurz nach der Wende auf der Straße gesessen, haben jahrelang nichts gemacht, weil sie halt keinen Job gekriegt haben. Die haben sie ins Ausland, in die Schweiz oder sonst wohin vertrieben. Oder haben sie in dümmlichen Maßnahmen verblöden lassen, auf Deutsch gesagt, nicht die Leute selber dran schuld, aber verblöden nicht damit gemeint, dass sie jetzt blöd geworden sind, sondern halt, ja, noch besser demotiviert. Und dann sagt man den Leuten, jetzt, okay, du warst jetzt 4, 5 Jahre arbeitslos, das ist viel zu kompliziert, dich zu integrieren in den Arbeitsmarkt. Müssen wir schon mal wieder 3 Jahre Maßnahme machen und so ein Projekt wieder vermehren, heil und bla bla bla. Aber wenn so ein Afrikaner kommt oder ein Araber oder ein Türke, der kann komischerweise sofort eingestellt werden, der wird integriert, da wird alles getan, da kann er 5 oder 10 Jahre sich einarbeiten. Und wenn der 3, 4 Mal nicht so spurt, wie er soll, ja, dann müssen wir ja ein bisschen kulturell Sicht haben. Ja, so kann man einen Staat, so kann man den Arbeitsmarkt von den Landen natürlich bewusst kaputt machen. Und da hat man ganz gezielt daran gearbeitet, diese Leute von der SPD, von den Grünen, von den Linken, von der CDU, CSU, von der FDP, die noch nie wirklich Politik für Deutsche gemacht haben, sondern Politik für den Morgentauplan. Manche vielleicht bewusst, manche weniger bewusst, die sind wohl bloß Mitläufer gewesen. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Italienische Arbeiter in Wolfsburg. Beim Einkauf von Spaghetti, um ihren Arbeitskräftemangel zu beheben, stellt das Volkswagenwerk in Wolfsburg 4000 italienische Arbeiter ein, für deren Unterbringung eine eigene Siedlung im Bau ist. Armers. Lavoro, lavoro. Ja, das hat man gelesen schon komplett und da sind wir ja noch in der Zeit noch gar nicht so weit. Und sind nur noch zwei Einträge, dann sind wir für heute durch. Und zwar noch eine Randbemerkung vom 17. Januar 1956. In Culver City, Kalifornien, startet der bislang größte Hubschrauber der Welt zu seinen ersten Testflügen. Der von dem Multimillionär Howard Hughes entwickelte XH-17, zu Deutsch XH-17, wiegt 7,3 Tonnen und ist mit zwei rund 21 Meter langen Rotorblättern ausgestattet. Entschuldigung. Und dann kommt das letzte, der 27. Januar 1956. Queen besucht Kronkolonie Nigeria. Ne, schau an. Nigeria, Kronkolonie Großbritannien, aber bei uns machen die Nigerianer Rambazamba, vor allen Dingen im Südwesten, in unserem neuen Deutsch-Südwestafrika, auch als Baden-Württemberg bekannt. Ja, die britische Königin Elisabeth II. Beginnt in Lagos einen knapp 3-wöchigen Besuch der Kronkolonie Nigeria.
In der Hauptstadt der mit rund 32 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten britischen Besitzung wird der Königin und ihrem Gemahl, dem Herzog von Edinburgh, ein herzlicher Empfang bereitet. Zu Ehren des Herrscherpaares finden eine Reihe von Empfängen statt. Elisabeth II. Zeigt sich jedoch auch an den Alltagsproblemen der Menschen interessiert, besucht mehrere Stadtviertel und unternimmt eine Rundreise durch Nigeria, das mit fast 1 Million Quadratkilometern nahezu viermal so groß ist wie Großbritannien. Interessant die Zahl, 32 Millionen. 1955, da sind jetzt bis heute, 56, da sind jetzt bis heute 44, 54, 63 Jahre. Ich glaube, wenn ich mich nicht recht entsinne, habe ich letztens habe ich es wieder gehört, 150 Millionen wohnen jetzt dort oder noch mehr. Da sieht man, wie die Reproduktion ist. Das heißt, wenn wir also, wie von Bertelsmann geplant, 10 Millionen noch Zuwanderung holen sollen in den nächsten 42 Jahren, dann wird sich diese Zahl wahrscheinlich in den nächsten weiteren 40 Jahren nochmal mindestens verdoppeln, wenn nicht verdreifachen. Ne? Und da wissen wir, wie es dann in Deutschland aussieht. Da werden dann die Leute gestapelt. Das ist dann so wie in Spanien, dass man dann schon froh ist, wenn man als Eigentumswohnung praktisch ein Bett, einen Schlafplatz hat, so eine Kabine, wo ein Bett drin steht, ne? Und sich dann mit drei anderen eine Wohnung teilen kann. Tja, das ist das, was für was unsere klugen gebildeten Nachwuchskräfte der Antifa und Co., wenn sie Deutschland verrecke und es gibt keine Illegalen, bla bla bla, schreien, das ist die Zukunft, die ihr euch baut. Ich bin bis dahin zum Glück schon tot, also so alt wäre ich nicht mehr. Ne? Ihr müsst schon mit dem zurechtkommen, ihr müsst das auslöffeln, was euch eingebrockt hat. Es sei denn, ihr werdet noch vernünftig. Ja, und als letztes haben wir noch ein Bild dazu. Königin Elisabeth II. Oder Queen Elizabeth II., the Second, wird auf ihrem Staatsbesuch in Nigeria von Häuptling Oba Adele begrüßt. Das von Stammeskriegen zerrissene Land, seit 1861 britische Kolonie, gehört zu den ärmsten Regionen der Welt. Ich glaube, es hat dann noch 5 Jahre gedauert ungefähr, bis Nigeria die Unabhängigkeit bekam. Also 100 Jahre lang, 100 Jahre lang war Großbritannien in dem Fall Kolonialherr. Wie lange war es bei uns? Die paar Jahre, das waren teilweise zwischen 15, 20 Jahre. Aber was uns alles aus unserer Kolonialzeit, die dummen Linken, Roten und Grünen vor allen Dingen, aufs Butterbrot schmieren und für was wir alles verantwortlich sind und Entschädigungsleistung zahlen sollen für die paar Jahre, ist ein Witz, wenn man sich vergleicht, was die Briten aus ihren Kolonien rausgeholt haben, was sie heute draus gemacht haben, haben ihr Land kaputt gemacht mit diesem EU-Beitritt und ihrer ganzen Migrationspolitik. Ja, und zum einen und zum anderen haben sie mehr Blut, koloniales Blut an den Händen kleben, als wir jemals hätten schaffen können in der kurzen Zeit. Ja, ich will noch mal ganz kurz durchgucken. Wir haben das, ja, weil ich so schnell bin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Doppelseiten, stimmt. Wir sind heute ziemlich schnell durch. Morgen geht es dann schon mit dem zweiten Teil von 1956 weiter. Das sind dann volle 3 Doppelseiten, dann kommen noch mal 2 Teile. Und dann sind wir schon wieder ein Jahr durch. Ah, da wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Ich hoffe, es war das ein oder andere Informative wieder dabei. Und wir sehen und hören und lesen uns morgen überall auf allen Plattformen wieder. Bei YouTube natürlich nur sehen und hören. Da schreibe ich ja nichts groß. Oder da gibt nichts zu schreiben. Und ansonsten bleibt es wie immer. Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.